Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce Reorder of Dawn. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, vor der Cutscene, die ich euch versprochen habe. Und ich hoffe, dass jetzt der Ton, dass man mich jetzt gut hört, weil ich habe im letzten Video gesehen, man hört mich fast nicht wegen den Soundeffekten und den Stimmen, weil die so laut waren. Ich habe jetzt beides ganz, ganz leise gestellt. Ist zwar noch ein bisschen was da, aber ziemlich leise. Und ich versuche jetzt ein bisschen lauter zu sprechen, weil ich habe gemerkt, ich flüster manchmal ja richtig. Ja, und jetzt gehe ich in den Hügel runter und löse die Cutscene aus, die ich euch versprochen habe. Ist der Alte aufgebrochen? Wie ihr es vorausgesagt habt, Herr. Er wird sich zum Wildlandpass begeben. Gut. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Von dort wird er nicht mehr zurückkehren. Was geschieht mit dem Runensklaven, Herr? Töte ihn. Und übergib anschließend diese Schatulle den Anführern der Schwarzen Faust. Sie enthält die Pläne für die Invasion. Aber Herr, ich kann diesen Runenkrieger nicht besiegen. Ich bin nur ein Bote, kein Kämpfer. Ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Töte ihn. Dann bring die Schatulle zur Schwarzen Faust. Ich werde dich fürstlich belohnen. Herr! Wohlan denn. Stirb, Runensklave. Wir werden angegriffen! Ha! Direkt in die Weichteile! Und habt ihr das gerade gesehen? Da dieser Zauber vom Dings! Der hat mich... Ups! Was ist hier geschehen? Verrat! Ich muss auf dem schnellsten Weg nach Graufurt! Berggoblins haben den Weg dorthin blockiert. Sie errichten bereits ein Lager. Es gibt hier ein Runenmonument ganz in der Nähe. Beschwört dort eine Armee. Nur so wird euch der Durchbruch nach Graufurt gelingen. Ich muss zuerst diesen Verräter durchsuchen. Die Schatulle muss auf dem schnellsten Weg zum Orden gebracht werden. Ja, was ich gerade sagen wollte. Habt ihr das gesehen in der Cutscene? Dieser Zauber von dem Magier, von diesem Dunklen, der ist an mir abgeprallt und ich bin trotzdem eingefroren. Das stimmt doch was nicht, ey. Aber... Wie wir gerade gesehen haben, der Bote ist ein Verräter. Und dieser Dunkle, wer war das? Wer war das nur? Ja, jetzt habe ich die Schatulle. Und jetzt gehe ich erstmal zu der Truhe und folge dem Lahmarsch nicht. Eisendolch, Donnerschwert, Nagelkeule, Samtrobe. Dann gehe ich jetzt hier hin. Soll ich zwei Eisendolche nehmen? Nee. Und zwei. Ich habe mir, also, wenn ich eine Stufe aufsteige, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mich auch auf Fernkampf festgille. Denn ich habe schon bei den Videos von Waldes348 gesehen, dass das eigentlich gut ist. Denn wenn man dann einen Gegner eingefroren hat oder wie ich jemanden Schmerzen zugefügt hat, der kann dann auch gleich angreifen und muss dann nicht immer zu dem hinlaufen, bevor man ihn angreifen kann. Also fände ich es eigentlich schon gut, wenn ich dann Fernkampf dazu mache. Ja. Aktiviere ich diesen Seelenfetz. Und dieses Monument. Und ja. Ich gehe hier hin. Denn da kommen jetzt immer in unregelmäßigen Abständen Goblin-Speer. Verfügt über mich. An die Arbeit. Du hackst Holz. Hier bin ich. Du hackst Holz. Was wünscht ihr? Du hackst Holz. Ja? Du hackst Holz. Erledigt. Herr der Rune? Du hackst Holz. Hier bin ich. Du haust Stein. Du haust Stein. Verfügt über mich. Du haust Stein. Hier bin ich. Du haust Stein. Noch einer.
Halt die Klappe, Wölfchen. Herr der Rune? Moment, ich muss mal kurz was gucken bei den Optionen. Ich glaube, die... Nein. Okay. Alles in Ordnung. Jetzt kommen auch hier schon zwei. Warum kommen hier schon zwei? Ach ja, stimmt. Die kommen immer an Anfang zu zweit, glaube ich. Stirb, du scheiß Goblin. Ha, schaut, der merkt das gar nicht, dass ich ihm gerade Schmerzen zugefügt habe. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Vorsicht! Die sind wirklich so dumm, ey. Ja. Ihr baut mir jetzt mein allererstes Gebäude, das ich je gebaut habe. Eine Holzfällerhütte. Holz ist nämlich der Grundbaustein für eine Siedlung der Menschen. Und Stein. Und Stein hau ich jetzt nämlich auch gleich. Was wünscht ihr? Ja? Kein Problem. Ja? 30 Stein, ja. Habe verstanden. Jetzt brauche ich nur noch 20 Holz. Ne, 30 Holz. Ups. Beeilt euch mal mit den 20 Holz. Ja, juhu. Jetzt baue ich mir einen Steinbruch. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt alles mit dem Ton klappt. Und wenn nicht, wenn er jetzt noch etwas asynchron ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm, weil... Ja, der Ton jetzt ganz leise ist. Hoffe ich zumindest, dass er ganz leise ist. Oh, shit. Dann los! Goblin, da bist du. Stirb. Jetzt checkt das. Erst wenn er stehen geblieben ist. Wir werden angegriffen. Diese Goblins sind so dumm. Hm, steige ich eine Stufe auf? Steige ich eine... Nein, aber fast. Noch einen Gegner und ich steige eine Stufe auf und ich kann schon eine Mine bauen. Das ist gut. Denn jetzt baue ich nämlich auch Eisen ab und Eisen ist wichtig für mein Militär. Denn man braucht hier 50 Eisen für den Rekruten und 15 Eisen für den Speer. Rekruten sind Nahkampfeinheiten und Speer sind Fernkampfeinheiten. Dann gibt es, also bei den Menschen gibt es dann noch... Wie viel weitere? Moment, ich schau mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere. Also von jeder Rasse gibt es insgesamt 8 Einheiten. Wird sofort erledigt. Und ich weiß noch, beim ersten Mal, als ich durchgespielt habe, habe ich die einige Einheiten von den Zwergen und von den Elfen nicht gefunden. Und von den Dunkelelfen. Das ist nur schon mal verraten. Es gibt 6 Rassen. Das habt ihr im ersten, in einem meiner Videos schon gesehen. Es gibt also die Menschen, die nimmt man ganz am Anfang. Und dann kommt man mit der Zeit noch Elfen dazu. Und Zwerge. Menschen und Elfen und Zwerge, das sind die. Die drei hellen Rassen. Und dann gibt's noch die Orks, die Trolle und die Dunkelelfen. Und die, das sind die dunklen Rassen. Also, die ganz, ganz bösen Rassen. Die man aber auch spielt. Das sind dann Runen-Dinger. Die stehen dann unter dem einen Befehl. Gebäude wurde errichtet. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit verstrichen ist. Ich habe noch keinen Timer. Ich werde mir bald einen besorgen. Jetzt kill ich nur noch schnell den Goblin. Und ja. Oh, ich steige dann bestimmt eine Stufe auf. Ja. Ich steige eine Stufe auf. Und ja, aber die Attributspunkte vergebe ich dann erst im nächsten Video. Bis dann.